Da ist aber noch ein Beutel. Na toll. Der Obst. Bäh. Wer isst das denn schon? Ist genauso wie Dörrfleisch. Dörrfleisch ist auch eklig. Bäh. Nee. Braucht man nicht. Ja, wirklich weitergekommen sind wir nicht. Aber wir haben jetzt hier neue Dinger hier eingetragen bekommen. Kaufmann, Dorfhändler, Antiqua. Shanis Haus ist ja auch noch da. Ja, so wirklich weiterkommen tun wir jetzt gerade nicht. Ich glaube, wir reden als nächstes mit Kalkstein. Wo war der denn nochmal? Kalkstein. Der muss doch hier auch irgendwo... Ah, da, direkt hier nebenan. Ich wollte doch sagen, hier muss das doch irgendwo gewesen sein. Fass. Süßigkeit. Eine Truhe. Kohle. Noch Schränkchen. Regal. Mann, ey, was die hier alles für ein Schrott haben. Unbekanntes Kraut. Schade, darf ich nicht sammeln. Korb. Und da ist Kalkstein. Endlich folgt der Hexer Geralt meinem Ruf. Wir sehen uns wieder. Ich brauche wieder eure Hilfe. Wobei? Eine ernste Sache. Etwas, das zum Meilenstein der Alchemie werden könnte. Und es steht mit eurem Berufszweig in Zusammenhang. Erzählt mir mehr. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Ihr hattet eine Aufgabe. Helft mir bei der Erfüllung meines Lebenswerks. Ein Turm steht in dem bewaldeten Sumpf nahe Al-Visima. Prinzessin oben, Drache unten. Danke, ich verzichte. Schweigt bitte! Die Legende besagt, dass ein Magier und Alchemist den Turm erbaut hat. Keine Prinzessinnen oder Drachen. Und was ist meine Aufgabe? Der Magier starb vor langer Zeit. Der Turm fiel der Vergessenheit anheim. Die Macht in seinem Inneren zog alle Geschöpfe in der Nähe an und deformierte sie. Kurz gesagt, er brachte Ungeheuer hervor. Genau. Ich möchte diese Quelle untersuchen, Hexer, und eine Dissertation darüber schreiben, die meinen Namen unsterblich macht. Ich werde Zugang zu Geheimnissen bekommen, die seit Jahren in diesem Turm verborgen sind. Bedauerlicherweise ist der Turm abgesperrt. Ich bezahle 1000 Orens demjenigen, der mir hilft, ins Innere zu kommen. Mal sehen, was sich machen lässt. Aber das wird gewiss nicht einfach. Wäre es einfach, bräuchte ich euch nicht. Es ist kompliziert, in das Labor eines mächtigen Magiers einzubrechen. Wir müssen detaillierte Informationen über den Turm sammeln. Wo finde ich diese? In den Geschichten der Alten und der Sumpfbewohner. Aber auch in alten Büchern. Aufgezeichnete Weisheit ist unendlich zuverlässiger. Denkt ihr an bestimmte Titel? Ransand Alvaros, die geheimen Pforten und das alchemistische Lehrbuch Eins of Aur. Ich kenne einen gewissen Zwerg, der ein Exemplar von die geheimen Pforten besitzt. Das zweite Buch ist verschollen und dürfte schwer aufzutreiben sein. Während ihr danach sucht, könnt ihr auch meine neueste Erfindung testen. Einen Kristall, der Orte der Macht mit meiner Werkstatt verbindet. Er wird euch erlauben zu teleportieren, desintegriert in Millionen von Teilchen, die sich jenseits der Raumzeitkurve bewegen. Und dann wird er mich in ihrem Atelier wieder vollständig zusammenfügen? Seid ihr euch da auch sicher? Ein Fehlerrisiko besteht natürlich, aber es ist minimal. Das heißt, wir können uns jetzt teleportieren, oder was? Ist ja geil. Wenn wir an einem Ort der Macht sind, können wir uns also zu Kalkstein teleportieren. Na, das könnte ja noch interessant werden. Salpeter nehmen wir wieder mit. Da hinten ist noch eine Holztruhe. Na. Gänseschmalz. Und das war... Das nehmen wir auch mit. Und Salpeter. Okay.
Jetzt können wir uns also teleportieren, aber immer nur zu Kalkstein oder kann man auch vom Ort der Macht zum Ort der Macht? Das wäre jetzt noch wichtig rauszufinden, weil dann könnte man auch schneller im Sumpf zum Beispiel, wenn wir, je nachdem wie groß der ist, einfach mal von links nach rechts halt rüber. Je nachdem, was man da so zu erledigen hat. Das ist noch ein Zwerg. Ja, wirklich weiter kommen wir momentan nicht und deswegen würde ich sagen, gehen wir wieder in den Kerker und quatschen dann da mal mit dem Gefangenen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was rauskriegen. Bewegt euch. Das muss ja hier irgendwo gewesen sein, ne? Ja. Kellertür. Oder Kerkertür, nicht Kellertür. Wo ist das denn jetzt? Da. Bei gutem Fistech sag ich niemals nein. Bei wem habt ihr dieses Hexerschwert beschlagnahmt? Vielleicht, aber nicht heute. Bevor ich in die Kloaken runtergestiegen bin, irgendwas sagt mir, dass das kein Zufall war. Wo finde ich Thaler? Ich markiere die Stelle auf eurer Karte. Aber tötet ihn nicht. Wir haben eine Abmachung mit ihm. Diesem Laster solltet ihr abschwören. Vielleicht, aber nicht heute. Adieu. Hey, ich will da rein. Da muss doch... Ich fühle mich, als könnte ich einen Kavallerieangriff aufhalten. Naja. Nee, ist klar. So. Gehen wir nochmal zum Thaler. Was? Wachlokal? Vinzenz Posten? Händlervierteltor. Ja, gehen wir nochmal. Ich weiß nicht, ob wir nochmal zu Thaler gehen sollen. Da hinten ist auch noch einiges. Lagerhaus, da sollten wir vielleicht auch mal hin. Gucken wir nochmal bei Thaler. Jetzt müssten wir ja irgendwelche neuen Informationen kriegen können. Wenn wir jetzt hier schon geschickt werden. Oder auch nicht. Wir sehen. Sehen wir uns halt später. Das kannten wir ja alles schon. Ja, was machen wir als nächstes, liebe Leute? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn da? Krankenhaustür abgeschlossen. Ba-ba-da-ba-da. Überflüssiges Gefasel. Ich glaube, wir gehen jetzt mal zum Lagerhaus. Ich habe da so ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Aber erstmal hier noch ein bisschen was einsammeln. So. So, wo war das jetzt? Wo bin ich? Hier bin ich. Dann kann ich doch da lang. Da unten muss irgendwo gleich das Lagerhaus kommen. Wachlokal. Ach ja. Hier war ich ja noch gar nicht. Ritter des Ordens, Infanterist des Ordens. Das Kloster des Ordens. Da hinten ist der Totengräber, aber da will ich noch gar nicht hin. Hier muss doch irgendwo... Da ist das Lagerhaus. Ach Gott, da muss ich da hinten rum. Also, hier die Treppe runter. Unglaublich. Visima kann sich eines anrüchigen Viertels rühmen. Oh, Banditenanführer. Das ist unser Gebiet. Verschwindet. Ja, ist ja okay. Flatterer? Was ist das denn, ey? Nehmen wir den schnellen Stil. Wobei ich glaube, dass der... Oh, ich bin gelähmt. Ey, ey! Ey, was soll das?
hier sich immer heilt. Was soll das denn, ey? Warum kämpfe ich denn jetzt gegen den hier? Ey, was soll das? Moment, dann brauche ich doch lieber das andere Schwert hier. Was soll das denn? Wir kämpfen hier gemeinsam gegen einen Teil und... Ey, hör auf an mir rumzunagen! Du Arschvieh! Das gibt's nicht, ey. Ihr Schweinebacken, 2 gegen 1 ist unfair. Kämpft gegeneinander. Kurz pausieren, ich brauche wieder das andere Schwert. Schnell mal hier so einen Trank nehmen. Scheiße, hat das noch geklappt? Ja. Lass mich in Ruhe. Kann ich dich auf den Boden? Nein, kann ich nicht. Boah, ey, dieses Scheißvieh. Es geht mir mega auf den Stirn. Komm schon. Wir kriegen das Vieh noch down. Komm. Rettet mich. Flatterer, ey. Fuck you. Wo kam das Vieh denn jetzt her? Und warum sind die auf einmal alle gegen mich noch gewesen? Was soll denn der Scheiß? Leben. Ja, knurre ruhig. Erst sind die alle total freundlich und da muss ich auf einmal doch... Naja gut, ich wollte eigentlich die ganze Zeit am Plündern. Egal, jetzt können wir ein paar Talente verteilen, warum auch nicht. So. Jetzt haben wir ja ein Silberschwert, dann bin ich der Meinung, sollten wir da auch langsam mal ein bisschen was reinpacken. Und was haben wir denn hier? Okay. Bei Einäscherung. Einäscherung ist doch, glaube ich, hier von Igni, ne? Bewirkt Einäscherung. Dann kann man das ja kombinieren. Nehmen wir das. Und wir nehmen jetzt hier das und das und das. Das ist ja schon mal gut, ey. Wie viele Punkte haben wir noch? 2. Und bei schnellem Silber wirkt nur, wenn geblendet. Okay. Dann machen wir hier einfach mal den Schaden höher. Haben wir noch ein Talent? Dann machen wir hier noch nochmal den Schaden höher. 25%. Gut. Und jetzt möchte ich noch eben bei der Alchemie. Jetzt können wir hier einen mit Silber und wir können aber auch einen mit Bronze. Ich glaube, Bronze bringt uns im Moment einfach mehr. Deswegen mache ich mal einen mit Bronze. Wie viele Spezialsubstanzen haben wir denn? Wir haben diese Spezialsubstanz. 2 haben wir. Okay, 2 Spezialsubstanzen. Ja, das würde ja passen. Dann können wir jetzt eine davon hier einfach benutzen für ein Bronzetalent. Und die dann gleich machen. Also gleich dann benutzen und dann haben wir ein Bronzetalent mehr. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß auch gar nicht, wann man Silbertalente bekommt. Haben wir ja noch gar nicht gekriegt. So, jetzt können wir den direkt trinken. Hat das jetzt geklappt? Upsa. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Jetzt nochmal hier dran. Ja, hat funktioniert. Gut, dann können wir nämlich hier noch
nochmal den Schaden erhöhen. So. Gut, gut. Hier gibt es also auch hier dieses gefährlich und nicht. Okay. Das ist noch eine Anschlagtafel. Scheinen also immer dieselben zu sein. Gut. Carmen. Reden wir mal mit Carmen. Wollt ihr euch ein wenig entspannen, mein Hübscher? Nur ein wenig? Kommt drauf an. Ich bin für alle Vorschläge offen. Plaudern wir. Na gut, reden wir. Aber ich hoffe doch auf mehr. Überrascht mich. Liebe ist wie eine Birne. Süß und wohlgeformt. Versucht einmal, ihre Form zu beschreiben, aber ohne Birne zu sagen. Ich bin kein Poet, aber ich erkenne ein reifes Früchtchen, wenn ich eins sehe. Ein Süßholzraspler. Wenn das Gespräch so weitergeht, will ich von dieser Frucht kosten. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Ein paar Männer machen mein Mädchen Ärger. Kümmert euch darum und wir belohnen euch. Großzügig. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wo kann ich sie finden? Ich kenne drei Plätze, die sie nachts frequentieren. Markiert sie auf meiner Karte. Mhm. Juhu. Da, also überall. Alles klar. Kümmern wir uns auf jeden Fall mal drum. Aber erstmal jetzt zum Lagerhaus, wo wir eigentlich hin wollten. Das müsste hier jetzt sein, genau. Abgeschlossen. War ja klar. Machen wir mal gerade die Nebenquest. Und kümmern uns hier um die armen Mädels. Hier vorne rechts. Aber hier ist doch niemand. Ich das jetzt verstehen? Mädchen in Gefahr. Oh, hier sind Fass. Toll. Naja, können wir mal einen nehmen. Ach Gott. Unbekannte Pflanze. Ein Basilisk ist Geschichte. Ich mit euch legt auf man sich Menschen wohl und ihre Prinzen. Wie sollen wir uns ihnen anpassen, wenn die sich uns nicht anpassen? Wie sollen wir uns denn nur da irgendwie mal anpassen? Hallo? So, mal hier. Zwerg, Zwerg, Kleiderschrank, Schränkchen. Scheiß auf friedliche Koexistenz. Oh. Wieder was Neues gefunden. Tafelwasser. Da haben wir noch genug von. Können wir eigentlich eher mal eins rausschmeißen. So. Kleiderschrank. Gut. Zwei Zwerge und ein Bett. Na, da brauche ich ja nicht mehr sagen, ne? Okay. So, gehen wir mal hier weiter. Ja, Schränkchen. Diese dämlichen Feuersteinchen. Da ist aber noch ein bisschen Kohle drin. Eine Tür. Wo kommen wir denn? Abgeschlossen. Gehen wir hier raus. Auch abgeschlossen. Die Pest! Na gut, dann wieder raus. Da war jetzt irgendwie nichts Spannendes.